ziemlich anstrengend, so ein Auto reinzuschieben. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar haben wir hier ein Golf 4, Baujahr 1999. Und das Auto springt nicht mehr an. Ist während der Fahrt ausgegangen. Man konnte noch ausrollen, das Ding an der Seite stellen und dann fertig, das war's. Der Motor dreht, springt aber nicht mehr an. So, ich bin voll aus der Puste. Ja, dementsprechend werden wir uns jetzt darum kümmern zu gucken, woran liegt's. Ne? Sind Motorhaube auf und ja, ein bisschen vorbereitet, ein bisschen Licht, weil hier ist ein bisschen dunkel. Und dann schauen wir einfach mal gemeinsam, ob wir den Fehler finden. So, ja, wie gesagt, Golf 4, 1/4 16 V Motor, Motorcode keine Ahnung, 75 PS auf jeden Fall, Motorcode schreibe ich euch noch unten rein. Der Grundmotor ist im Prinzip überall derselbe, da gibt es dann, ich glaube, 20 verschiedene Motorcodes für diesen Typ von Motor, wo zum Beispiel auch der Zahnriemensatz passt. Also dieser Zahnriemensatz für den Motor passt in fast 20 andere Motor-Kennbuchstaben. Ist so der Brot-und-Butter-Wagen, Brot-und-Butter-Motor von VW. Ja, wir wollen einmal gucken, wieso der nicht anspringt. Ich starte einmal kurz den Motor, dann seht ihr einmal, was ich meine. Der orgelt, jedoch springt er nicht an. Das war jetzt zum Schluss der Anlasser, den ihr da gehört habt. Das ist auch eine Krankheit bei VW im Allgemeinen, dass das Ritzel nicht vernünftig zurückspurt. Und dann wird da halt von der Schwungscheibe dann wieder rausgedrückt. Und das macht dann diese Geräusche. So, ja, wo fangen wir an? Im Prinzip würde ich jetzt erstmal gucken, ob der Motor einen Zündfunken produziert und er anspringen möchte. Das heißt, in dem Fall werden wir das ganz einfach machen. Wir bauen jetzt einmal hier den Luftfilterkasten komplett raus, damit wir an die Drosselklappe kommen. Und werden dann einmal ja, ganz einfach mit Bremsenreiniger prüfen. Bremsenreiniger ein bisschen reinsprühen, dann starten. Und wenn er Anstalten macht zu starten, wissen wir, okay, wir könnten hier eventuell ein Problem mit der Kraftstoffversorgung haben. Aber ein Zündfunken ist da. Das heißt, wir haben kein Problem mit der Zündung. Ja, deswegen würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Bauen hier alles auseinander. Also im Prinzip diese ganze Luftverschlauchung. Das sind so ein paar Kreuzschrauben hier, ein paar Kreuzschrauben da. Hier sind so ein paar Imbusschrauben. Und ja, ganz easy. Fangen wir hier hinten direkt mal an. Lösen hier, lösen da. Zack, zack, zack. Ich glaube, das war's schon. Oh. So, lösen hier einmal. Ziehen hier das ganze Ding raus. Achso, hier ist der Schlauch. So, beiseite. So, was haben wir hier? Imbus. Oh, was ist denn das? 5er Imbus. So, hier haben wir Imbus. Hier ist irgendwie schon keine mehr drin gewesen, weil der Halter auch abgerissen war, so wie ich gerade gesehen habe. Ist doch schon ziemlich kalt draußen jetzt. Also ich habe gerade schon gesehen, auf dem Wagen ist ein bisschen ein paar Wassertropfen und entsprechend auch schon angefroren. Das heißt, ihr wisst, bei welcher Temperatur ich hier gerade arbeite. Also es ist um den Gefrierpunkt auf jeden Fall. So, die Abdeckung runter. Luftfilterkasten hier. So, Schrauben sind lose. Hier einmal von der Kuppelgehäuseentlüftung den Schlauch abziehen. Und dann einmal den Deckel hier hoch. So. Und beiseite legen. So, Luftfilter. Auch schon ein bisschen ölig. Das ist aber Standard bei den Dingern.
dass halt über die Kurbelgehäuse Entlüftung so viel Öl zurückkommt. Ja, könnt ihr gut sehen. 25er Torx. Hier ist nämlich eine. Also hier ist er nur so reingeklipst. Ist ein bisschen fester. Ziehen. Hier noch den Schlauch ausklipsen. Das den Gaszug natürlich. Im Prinzip hier. Ah, da hinten hängt der Gaszug noch drin. So. So. Und beiseite. So, um jetzt einfach mal zu prüfen, ob wir überhaupt einen Zündfunken haben, beziehungsweise ob Kraftstoff auch ankommt. Es würde sich jetzt so äußern. Wenn das jetzt einfach durchläuft, ohne irgendwie was zu machen, würde das bedeuten, es wird kein Zündfunken produziert. Würde der anfangen, ja, so anzuspringen, dann wissen wir, wir haben einen Zündfunken, haben aber ein Problem mit der Kraftstoffversorgung unter Umständen. Ja, das würde ich sagen, prüfen wir jetzt einfach mal ganz easy. Sprühen hier halt ein bisschen was rein. Also wie wir hören, hat der zumindest zündmäßig keine Mucken gemacht. Das heißt, Vermutung wäre natürlich jetzt schon mal an der Zündung, dass da was nicht vernünftig ist. Beziehungsweise, der ist ja während der Fahrt einfach ausgegangen. Der sollte zum Zahnriemen wechseln. Ich sollte eigentlich hier den Zahnriemen wechseln. Und ich weiß, das passiert schon mal bei den Motoren, dass die Zahnriemen reißen. Wir prüfen einmal hier, ob wir da was sehen. Schraubendreher. Das geht recht einfach hier mit dem Deckel. So. So. Der Deckel. Ja, Zahnriemen ist drauf. Ist hier alles fest. Ein bisschen lose von der Spannung her. Sehr lose von der Spannung her. Da kann man hier so leicht über die Dings schieben. Nicht, dass er vielleicht übergesprungen ist. Aber nee, das kann ja nicht sein. Wir testen jetzt noch mal was. Ich versuche jetzt noch mal zu starten und dann muss ich mir gleich mal das Videomaterial ansehen, weil ich sehe von hier vorne nichts. Ich starte den jetzt noch einmal. So, ich bin sofort wieder da. Ja, Freunde, habt das gesehen? Ja, ich würde sagen, den Motor kann man beerdigen. Zahnriemen scheint unten irgendwie gerissen zu sein, direkt an der Kurbelwelle, würde ich jetzt vermuten. Also ich habe jetzt noch nicht weiter geguckt. Aber da er hier oben ja noch ganz ist, nur halt ein bisschen lose, und der ja unten an der Kurbelwelle dreht, besteht da die Vermutung, dass er da unten gerissen ist, weil das Kurbelwellenrad, das würde nicht durchdrehen, weil da ist eigentlich eine Nase an der Kurbelwelle und im Kurbelwellenrad. Deswegen kann das da eigentlich nicht durchdrehen, deswegen muss... Also die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass der Zahnriemen unten an der Kurbelwelle gerissen ist. Damit, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Motor ein Freiläufer ist. Ich werde das noch in Erfahrung bringen. Oder ihr wisst das, dann schreibt es in die Kommentare rein. 1,4er, 16V, 75 PS. Ja, da müsste man eigentlich schon was mit anfangen können.
Ja, hiermit ist die Fehlersuche beendet. Wir waren erfolgreich, wir haben den Fehler gefunden. Die Nockenwellen drehen nicht. Und ja, was jetzt weiter mit diesem Motor, mit diesem Fahrzeug passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich jetzt absprechen, denn alles, was jetzt passiert, ist recht kostenintensiv. Das Fahrzeug ist ein Baujahr 99, das heißt, das Fahrzeug ist schon 20 Jahre alt. Und da könnte man das natürlich verstehen, wenn jetzt der Besitzer auch sagt, okay, das Auto ist mir zu alt und ich investiere das nicht mehr. Weil da wären dann neue Ventile fällig wahrscheinlich und so Geschichten. Beziehungsweise müssen wir erstmal zerlegen, gucken, wie ist das Schadenbild, was ist da wirklich dran. Aber da bewegen wir uns ja schon in Gefilden, allein für die Teile von mehreren Hunderten von Euros. Ein Ersatzmotor wäre eine Option, wenn man günstig einen bekommt. Ja, das Fahrzeug hat erst 100.000 Kilometer gelaufen, sieht sehr gepflegt aus. Deswegen, ich kann jetzt aktuell nicht sagen, was mit dem Wagen passieren wird. Wenn es weitergeht, werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.